Schönen guten, mein Lieben, da sind wir wieder mit einer Runde. So lang Tag, Wintermute. Jawohl. Und weißt du was? Ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde diesen Schrank benutzen. Oder? Also es ist heute ja nicht der nächste Tag, es ist heute immer noch der gleiche Tag und ich nehme hier nochmal auf eine Runde. Okay, minus 5. Okay, es gibt Minus... Hab ich mich erschrocken, ey. Da fällt meine Flasche Wasser um. Warum? Warum fällst du hin? Der war hart. Boah, muss ich mich erstmal erholen, ne? Also auf jeden Fall... Boah, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Auf jeden Fall... wo war ich denn dran? Achso, wo war ich denn dran? Das Immerkanier ist auf jeden Fall sauer, wenn ich hier einen Schrank öffne. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber ich will auch was ablegen können, ja. Unbedingt. Ja, wirklich. Ich möchte gerne was ablegen können. Und deswegen mache ich das. Ich habe die Buchsen an. Die Fackeln kann ich hier lassen auch direkt. Ne? Könnte man. Man könnte jetzt ein paar Felle hier. Oh, die kann ich auch hinlegen. Ne? Besser, warte mal. Ich muss mal hier sortieren anders. Ich habe 12 Millionen Streichhölzer. Alle. Ich brauche diese nicht. Alle. Ich brauche diese nicht. Alle. Ich brauche diese nicht. Alle. Die nehme ich mal mit. Kohle brauche ich bestimmt auch nicht. Wie viel kann ich denn hier? Alle. Oh, 40 Kilo. Mann. Also das kann ich alles noch. Das nehme ich noch mit. Hier. 1, 2, 1 nehme ich mit. Oder? Ja. Zeitung werde ich nicht brauchen. Wir haben genug zu einem Bündel gedöns. Was wir da benutzen können. Ebenfalls davon kann ich auch hier eine ganze Menge hier lassen. Achso, kann man nicht festhalten. Da müssen wir 50.000 Mal aufdrücken. Ach komm, alle. Soll's. So. Dann lasse ich hier so was. Dann lasse ich hier so was. Ich mache mal das weg, ne? Dann lasse ich so was hier. Jetzt nicht so dringend erforderlich. Dann die Mütze können wir reparieren. Es tut mir jetzt echt leid mit der Oma, ne? Dass ich da die Dings. Ich habe ja aber Wollsocken, ne? Und die sind besser, aber die werde ich noch reparieren müssen. Die werde ich noch reparieren müssen. Die werde ich auch noch reparieren jetzt. So, dann haben wir hier noch was zu trinken. Was zu trinken. Tee kann man noch kochen. Also nehme ich den erstmal mit. Das lasse ich hier, das lasse ich hier, das nehme ich mit. Am liebsten würde ich das Fleisch jetzt auch erstmal hier lassen, weil es gerade riecht. Aber eigentlich kannst du lieber draußen hinlegen, ne? Ja. Alle. Ich lasse alle hier. Ja, ja. Ich lasse die Pineapples hier. Ich mache lasse das hier. Ich lasse, nehme das mit. Ich lasse das hier. Das lege ich vielleicht draußen hin. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich es. Weiß man nicht. Ne? Oh, den Larvschlag müssen wir auch mal reparieren. Ich lasse das mal hier. Und das mal hier. Alter, wir sind hier. Also, wir haben schon jede Menge Rotze, ne? Mit. Eine Signaldings. Ich habe nur einen Stein, du. Das ist nicht viel, ne? Also, das kann ich eventuell hier draußen hinlegen. Das probiere ich aus, ne? Wenn nicht, dann nicht. Die lasse ich alle hier. Die lasse ich alle hier. Die kann man ja auch geben, ne? Diese. Die Federn lasse ich auch alle hier. Die wiegen zwar nichts, aber ist ja federleicht. Aber Stoff werde ich jetzt mal eben kurz brauchen. Sorry, Oma. Aber ich brauchte den Platz. Und jetzt kann ich dir Holz holen. Spatzel. Schätzelein, ich hole jetzt Holz. Vielleicht. Wenn mir nicht der Wolf dazwischen kommt. Will ich das wirklich? Warum stinke ich immer noch? Warum? Ich habe doch. Achso, ich habe das Fleisch immer noch in der Hand. Naja, dumm gelaufen. Also im Dings. Im Sack. Inventory. Futter. Ablegen. Spielt keine Rolle. Boah, wir sind wieder sowas von schnell. Der ist viel Ich dachte, da wäre ein Wolf. Der ist ja viel schneller als... Oder? Also manchmal kommt mir das so vor, als wenn der so schnell wäre. Dass er viel schneller ist als
Ich habe ja gar keinen Stein mehr. Ich werfe hier Steine, weißt du? Ich hatte ja nur einen. Aber wir stinken jetzt nicht mehr. So, auf jeden Fall können wir jetzt nochmal hier gucken in die Autos. Als wenn der viel schneller wäre als in einem normalen Sandbox-Game. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn er ein bisschen schneller unterwegs wäre, der Bursche. Ja, also selbe Tag, genau. Ich war am selben Tag am Aufnehmen und wer sich wundert, warum ich ein Handtuch um habe. Wir lesen meinen Text. Ich habe ihn wie besprochen verlassen und hier gewartet, wie du es mir gesagt hast. Wo bist denn du? Es wird zu kalt, um hier rumzusitzen. Hol mich beim alten Postamt ab, sobald du kannst. Und dann nicht hier weg von hier. Wenn du bis Mitternacht nicht da bist, gehe ich alleine. Du Arsch. Wir nehmen das mal mit. Ich weiß nicht, ob man das braucht, wofür oder wie auch immer. Ob man... Was weiß ich, ne? Hier ran. Komm, jetzt mal ein bisschen mit Handschuh wach lassen können hier für mich. Hatten die ein Date hier am roten Auto oder was? Weil... Weißt du, wer hinterlässt denn so eine Nachricht hier im Auto? So, komme ich jetzt mal fertig, weil ich habe... mir also Folgendes gedacht. Nein, ich hatte nicht Folgendes gedacht. Ich hatte gewusst. Ich hatte gemerkt. Ich komme nicht vorwärts. Also, ich hatte hier nochmal am selben Tag aufgenommen, weil da liegt ein Hängenzettel. Weil ich hole den Zettel erst ab. Den müssen wir erstmal lesen und dann kann ich meine Geschichte erzählen. Vielleicht. Brief der Bank von Milton. Sehr geehrte Mitglieder. September 2012 war das. Aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf weiteres eingestellt. Das Management. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall sitze ich hier am selben Tag und nehme auf. Yeah, yeah, nein, nein. Ich werde keine Zeitung mehr mitnehmen. So, auf jeden Fall war es dann so. Sitze ich am selben Tag hier und nehme Zeitung auf. Und nehme The Long Dark auf. Und zwar, weil ich morgen früh wieder zum Arzt muss. Ich habe mit meinem Doktor gesprochen und so. Ich bin ja krank, wisst ihr ja, ne? Deswegen habe ich so ein komisches Handtuch rum. Ich schwitze nämlich wie die Sau. Komischerweise. Obwohl ich nichts tue. Also, ich bemühe mich einfach nichts zu tun und schwitze wie die Sau. Und, ja, Doktor angerufen und gesagt, was ist los mit Werte? Ja, Entzündungswerte sind sehr hoch, ja, das wissen wir ja schon, weil Hausschlüssel des Bankmanagers. Oh, Mamma Mia, Spaghetti, nehmen wir mit. Ja, stand dran. Mein lieber Will. Gut kombiniert, Watson. Also, die Zeitung habe ich da gelassen. Auf alle Fälle sagte auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich habe doch gesagt, wieso denn? Wir haben doch nochmal angefangen hier mit den Dings. Wir haben doch am Freitag schon angefangen mit der Behandlung. Ne? Warum ist das jetzt so ein... Warum soll das jetzt so... Also am Freitag auch Blut abgenommen und am Freitag auch mit der Behandlung begonnen. Heute ist Montag, wie gesagt. Und also gestern war Montag, also heute, ne? Heute ist Dienstag. Morgen, gestern ist Montag gewesen. So, weißt du Bescheid. Ich habe mich jetzt selbst verwirrt. Ja, also warum jetzt so ein Hermann? Wir wissen doch alle, dass es eine Entzündung ist. Ja, aber auf jeden Fall nochmal sprechen. Okay. Und da ich deswegen sehr früh dahin muss, oder soll, wie auch immer. Ich hoffe nur, dass da nichts Schlimmeres ist. Und auf jeden Fall kann ich da nicht aufnehmen, ne? Also ich könnte zwar morgens ganz früh aufnehmen, wie ich das eigentlich immer mache, aber das ist mir einfach zu stressig. Ich brauche da ein bisschen Zeit. Die habe ich mitgenommen. Weißt du? Müssen wir ausprobieren, ob die besser sind.
Also, ne? Also ich stehe ja immer sehr früh auf und ich nehme auch immer sehr früh auf. Ich nehme auch früh auf immer. Aber an den anderen Tagen weiß ich, dass ich dann früh aufstehe und auch erstmal nichts zu tun habe. Und ich dann Zeit habe, weißt du? Ich habe Zeit. Ich habe das besser im Überblick. Wenn ich aber jetzt morgens aufstehe und denke, oh scheiße, also um 6 Uhr aufstehe oder sowas und um 7 anfange aufzunehmen und denke dann schon, ja scheiße, um 7:30 muss ich, um 8:30 muss ich aber da sein und so weiter und so fort, dann habe ich keine Ruhe zum Aufnehmen. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich mag das nicht. Dann habe ich keine Ruhe. Auch wenn ich niemals 1,5 Stunden lang aufnehme. Oder äußerst selten. Trotzdem habe ich dann, fehlt mir die Ruhe. Da fehlt mir einfach die Ruhe für. Weiß auch nicht. Ich fange auch kein Spiel an irgendwie, wenn ich nur 2 Stunden, wenn ich weiß, ich habe nur 2 Stunden Zeit oder so. Privat jetzt so. Dann, ich habe auch schon lange nicht mehr so privat. Heute habe ich privat gespielt. Privat. Ich hatte ein privates Game gemacht. Ah! Omerta. Wer es kennt. Auf alle Fälle hatte ich das gemacht. Irgendwo hier war es. Ich weiß genau. Tada. 35, 38 oder sowas. Und also wenn ich nicht irgendwie mindestens 5 Stunden dazwischen habe, zwar zu meinem nächsten Termin oder was auch immer, dann fange ich nicht an. Weil ich dann denke, nee, das lohnt nicht. Ja, ich bin ganz merkwürdig. Da war er doch. Warum habe ich aufgehört? Stopp. Stopp. Das ziehen wir nur durch. Miau. Das war kurz vor 5. Oder? Kurz vor 5 tatsächlich. Und dann wieder zurück. Bitte. Bitte. Got it. Mr. Witchetable. That'll come in handy. Nicht dein Ernst. Zurücklassen. Kann man jetzt wirklich was lesen oder nicht? Ich nehme es mal mit. Ich habe Bargeld gefunden. Zunder. Scheiße. Spient leer. Banktresor. Echt wahr? Gibt's eine jede Menge Kohle oder was? Ich bin ein Bankräuber. Locked. Can't get in here yet. Da kann ich noch nicht rein. Den finde ich wahrscheinlich bei dem Kollegen zu Hause. Und ja. Leer. Haben wir alles oder habe ich was übergesehen? Kommen wir da nicht hoch? Warum können wir nicht da hoch? Karton wollen wir nicht. Hier ist nichts zu holen und naja, das war's. Also nichts drin in so einer Bank. Da war ich noch nicht. Aha, Toiletten. Schmerzmittel. Also weißt du Bescheid, bist jetzt voll informiert. Auf alle Fälle geht's dann jetzt so weiter. Und mit den Bees und so, da werde ich, da hatte ich mir vorgenommen. Also mit den Bees, guckt ihr eh keine Sau, interessiert mich nicht. Die, die es gucken und gerne wissen, warum ich nicht gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, ich will das weitermachen, aber nicht mehr so bröckchenweise. Ich werde mir Zeit nehmen, das aufzunehmen. Mehrere Stunden vielleicht sogar. Und das schaffe ich jetzt nicht gerade. Darum machen wir das so. Ist das ein Schnitzen? Ein Schnansenwansen? Da kann man nichts machen, ne? Hier ist nichts drin, oder? Und ich kann man auch nicht öffnen, die Geräte. So. Was haben wir hier? Nusch. Den können wir stempeln. Toilette können wir doch bestimmt mal ein bisschen Wasser nehmen. Läuft. Mamma mia, Spaghetti. Die Toilette haben wir vergessen. Okay, das war's. Mülleimer haben wir gemacht. Da waren wir drin. Hier haben wir nichts weiter außer Zeitung. Die wir weiß Gott nicht brauchen. Stoff. Ist das Stoff? Nein. Leider noch. Leider nicht. Hier haben wir nichts. Da war noch ein Mülleimer. Der war leer. Okay, den habe ich auch schon geguckt.
Da lag Stoff, aber den nehme ich mit. Oh, wir haben eine Hüngerli. Ich werde ein... Hier zieht's. Es zieht sich hier gewaltig. So, warte mal, was haben wir hier? Dann trinken wir mal leer die Dose. Dann nehme ich doch eine Dose. Also ich sag's doch immer erstmal so, am besten so, dass das orange Zeug wegpacken, weil es nützt ja nichts. Ich kann das zwar essen jetzt ohne Ende, kein Problem. Also, ne? Liegt ja sogar noch. Ne, das habe ich ja schon ausgenommen. Aber hier wird ja wahrscheinlich irgendwo mal ein Reh liegen immer wieder und da kannst du lieber erstmal das weghauen, weil das geht ja nun mal auch runter, ne? Ich meine, das geht zwar im Inventar schneller runter, aber das hier geht halt auch. Also ich finde es auch besser, ne? Außerdem so ein bisschen Abwechslung. Ist ja immer gut. Du alter Karton. So, raus hier. Die Bank war jetzt nicht so ergiebig. Bares lacht. Ich meine... Ein bisschen mit Bares eingesammelt. Ist mir schon wieder so schwer. Tatsache. Warum bloß? Ich hab... Die Omas freuen sich immer, wenn... Och, scheiße! Abgelegt, frischer da. Komme ich denn dazu? Ich habe die Felle nicht abgelegt. Du Hammel. Eigentlich suche ich ja Stöcke, ne? Da geht's nicht rein. Schade. Ich suchte ja eigentlich nach Stöcken, ne? Neulich. Auf jeden Fall. Weiß Bescheid, wenn er der Oma jetzt ein paar Scheine da unter die Nase hält, ich meine, die freut sich bestimmt. Too heavy. Too heavy, sagst du? Ja, gut, was. Das gibt's nicht. Das war ein Volltreffer, Junge. So schwarz, wie der getroffen hat, oder also weißer. Da fange ich doch mit Pfeifen an. Voller Unverständnis. Jetzt erschreckt mich dieser Warder. Hat mich der erschrocken, du kleiner Bastarder. Ich werde dich wegwimsen. Komm mal. Ich bin ganz gemein. Ich bin ganz gemein und werde dich jetzt. Schreibe dich, ich streibe. Gehst du? Hm? Was? Alter, ärger mich nicht. Den Schnauze. Es fehlen noch ein paar, ne? Es fehlen noch ordentlich. Ich habe so viele Bartflechten. Wieso habe ich so viele bekommen? Sind die ergiebiger hier, die Quellen hier, oder was? Ich habe hier ein paar Stöcke, das ist doch mal gut. Ein paar Zweige, ein paar Stöcke. Mach mir den Stock, Baby. Es wird dunkel. Kommt mir jedenfalls vor. Too much stuff to carry. Oh, du wirst es schon schaffen. Du bist Willy. Willy Tanner. Kennst du Willy Tanner? Göttlich. Mir war so, als hätte ich die Bartflechten da hinten übersehen. Als ob ich sie übersehen hätte. Vielleicht hängen sie auch schon wieder da. Das kann natürlich. Das wäre natürlich ein bisschen sehr schnell. Aber ich kann mir. Habe ich die echt nicht mitgenommen? Falls ich schon mal, ich war in Sicherheit hier, aber ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob ich sie mitgenommen habe. Hätte ich es getan, wären sie weg, ne? In der Regel. Aber vielleicht sind sie wirklich nachgewachsen, mein Lieber. Aber ich glaube, ne. Aber ich habe sie doch bestimmt gesehen, oder? Ich glaube schon. Ich würde es mir zutrauen, mittlerweile.
Na, ihr Kleinen? Nein. Wir wollten das Stocke ablegen. Also für jeden Schrank, den ich durchsuche, zieht das Ömmerken mir einen ab. Deswegen, und für alles, was ich hier anfasse, was rot ist, gibt's Abzüge in der B-Note. Ablegen, ablegen, ablegen. Alle. Kaninchenpelz. 1, 2. Getrocknetes Leder, bla bla bla, Stöcke. Gut, läuft. Stöcke, Holz. 10 haben wir drin. Also haben wir eigentlich genug. Ich glaube, 10 hatten wir reingelegt, oder? Ja, dann haben wir dann genug. Oder wie? So, das ist genug. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt hier? Ist das was anderes? 4,8, das heißt, ich muss was? Alter, ich weiß echt nicht, was die hier von mir wollen gerade, ne? Kannst du mir das mal sagen? Ich verstehe das irgendwie nicht. 4,8 von 30, also je besser das Holz ist. Alter, muss ich wirklich so viele Stöcke sammeln hier? Ich muss wohl nochmal nachschauen irgendwo. Ja, ich werde auch mal jetzt hier, komm, wir gehen noch schnell schlafen. Oder warte mal, wir können mal gucken, ob wir hier an einem Feuerchen was machen können. Ich kann kein Feuer nachlegen, die hat doch nur 10 Minuten. Nee, meine Liebe, das mache ich nicht. Da muss ich mir selber eins machen. Aber das schaffe ich nicht mehr jetzt. Warte mal, 3,50, das ist wenig, ne? Ich so schnell nochmal ein Reh finde. Die sind natürlich geil, ne? Der ist natürlich geil, ne? Erstmal. Erstmal das Zeug. Ich habe ja noch zwei Rehe da. Komm. Ich weiß mal kurz rein wenigstens. So. Ab im Bett. Also wir haben gelernt, durchsuche nie die Schränke anderer Leute. 12 Stunden. 10 Stunden. Oh, das war nix. Wasser. Dumme Sau. Er ist jetzt tierisch müde und ist ganz schön abgekackt werden. Sheet Chrome. Das hätte man auch nicht hier behalten müssen. Sollen. Ah, er hat ein bisschen gelitten, aber was soll's. Das wird schon wieder hell, oder? Oder auch nicht. Komm, schlafen wir noch eine Stunde. Vielleicht nicht. Wie es aussieht, aber man kann schlafen, wie du willst. Siehst du ja, ne? Wenn jetzt die Oma hinter mir stehen würde, oder? Leck mir am Arsch. Will ich mir mal in der Buchse scheißen. Ich hab einen Hunger. Hab ich einen Hunger oder was? Lass mich rein, lass mich raus. Jetzt wird's hell. Oh gut. Oh, falsche Knöpfe. Tut mir leid. Schade, dass man an dem Feuer hier nichts machen kann, dass man da. Hol ein. Du alte greie Mutter, du. Alter, wie viel Holz muss man denn da reinpacken? Ja, ich glaube, je besser das Holz, umso geiler der Lümmel. Also alles, was wir sehen, Tische, Bänke, Stühle in irgendwelchen Häusern, werde ich jetzt auseinandertragen. Zusammentragen werde ich die Holzer auseinandernehmen und dann zusehen, dass ich das hier hinschleppe oder was. Es scheint mir so. Das ist ja echt ein Ding, Alter. Das dauert ja lange. Na egal. Kriegen das hin. Oder mache ich das mal aus offline? Ich weiß es nicht. Ne, mach ich eigentlich nicht so, ne?
Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht es gut. Ciao, ciao.